Dank. Herr Lohninger, bitte. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Seit mehr als 200 Jahren gibt es das Amtsgeheimnis in Österreich. Seit knapp unter 100 Jahren ist es im Verfassungsrang. Und ich glaube, seit mindestens 30 Jahren wird über die Abschaffung debattiert. Neben Weißrussland ist Österreich das einzige Land Europas ohne ein Grundrecht auf Informationsfreiheit. Der heutige Verhandlungsgegenstand ist also ein historischer Schritt und Ihre Arbeit an diesem Gesetz ist, woran sich die Menschen erinnern werden. Und das ist nicht nur so aufgrund der Ewigkeitsklausel in § 22a Absatz 4 BVG, wegen der etwaige Fehler nicht repariert werden können. Bitte seien Sie deshalb sorgsam, ambitioniert und mutig. Die Bevölkerung erwartet sich das von Ihnen. Die Vielzahl an Untersuchungsausschüssen der letzten Jahre zeigt, dass man mit der Aufarbeitung von Skandalen in diesem Land gar nicht mehr hinterherkommt. Deshalb braucht es systemische Lösungen. Wie der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan gesagt hat, if corruption is a disease, transparency is a central part of its treatment. Es muss allen Parteien ein Anliegen sein, stabile Regelungen für Informationsfreiheit zu erlassen. Öffentliche Einsicht und Kontrolle vermeidet Korruption und Missstände. Ein Grundrecht auf Information ist die Voraussetzung für eine moderne Informationsgesellschaft, in der die Bevölkerung nicht mehr untertan, sondern souverän ist. Kämpfen Sie für ein Österreich, in dem staatliches Handeln verstanden und damit auch akzeptiert und mitgetragen wird. Kommen wir zum vorliegenden Entwurf und vor allem zu den positiven Punkten. Positiv bewerten wir als Epicenter Works die Anwendung auf staatsnahe Unternehmen und Vereine, die Fristen und das Wegfallen der Antragskosten für Informationswerberinnen bewerten wir ebenfalls positiv, wenn auch die Fristen immer noch hinter internationalen Vergleichswerten zurückbleiben. Datenschutz ist aus unserer Sicht sauber gelöst. Wir sehen hier jedoch eine enorme Aufgabe in der Vollziehung. Derzeit fehlt das Datenschutzverständnis in vielen Teilen der Verwaltung. In Ermangelung eines Informationsfreiheitsbeauftragten und der zweifelhaften Konstruktion mit der Datenschutzbehörde wird die Last, die Grundrechte auf Datenschutz und Informationsfreiheit im Einzelfall gegeneinander aufzuwägen, auf ganz viele Schultern im Land verteilt. Da zwar bleibt die Beschwerdemöglichkeit von Betroffenen bei der Datenschutzbehörde offen, jedoch könnte der Schaden einer Veröffentlichung personenbezogener Informationen zu dem Zeitpunkt bereits eingetreten sein. Das ist ein lösbares Problem, aber dafür muss die 18-monatige Umsetzungsfrist wirklich zur intensiven Schulung genutzt werden. Ebenso positiv bewerten wir die Regelung zur Konsultierung von Betroffenen, um deren individuelle Rechte zu wahren. Was hier aber fehlt, ist die Konkretisierung im Gesetz schon einer pauschalen Verweis auf die EMAK. Ansonsten wissen weder Journalistinnen und Journalisten, wann Dritte über ihre Recherche informiert werden, noch kennen sich kleine Gemeinden aus, was sie genau wann zu tun oder zu unterlassen haben. Kommen wir zu den negativen Punkten. Es fehlen offensichtliche Dinge, wie ein Informationsfreiheitsbeauftragter, der spezialisiert auf diesen Bereich effizient und schnell entscheiden könnte. Zwar verwendet das Gesetz viel Raum für das Einzementieren von Geheimhaltungsgründen wie Vorbereitung einer Entscheidung oder Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das sind sehr weitreichende Geheimhaltungsgründe, aber es fehlt die andere Seite der Medaille. Denn all diese Geheimhaltungsgründe können nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung durch ein überwiegendes öffentliches Interesse aufgehoben werden. Aber genau das fehlt in § 22 Absatz 2 BVG. All das gipfelt jedoch in zwei Sollbruchstellen des Gesetzes, die es aus unserer Meinung nach auch in Zukunft leicht machen werden, Einblick für die Bevölkerung zu verwirren. Erstens, mittels § 16 IFG können beliebige Informationszugangsregelungen in irgendwelchen Bundes- oder Landesgesetzen die Anwendung des gesamten IFG aushebeln. Das ermöglicht eine COFAG 2.0. Ja, vor dem VfGH wird das nicht halten, trotzdem muss man in jedem einzelnen dieser Fälle erstmal über Jahre gegen solche Blackboxen klagen. § 16 schafft Spielraum für Korruption und ist die gefährlichste Sollbruchstelle. Richterinnen brauchen Zugriff auf die beantragten Dokumente, wenn sie über IFG-Anträge zu entscheiden haben. Es gab wirklich schon solche Fälle, dass die angefragte Behörde auch den Richterinnen und Richtern den Zugriff auf Dokumente verwehrt hat, statt wie in I'm looking at you. So kann der Rechtsschutz nicht funktionieren. Abschließend lassen Sie mich sagen, dass das vorliegende Gesetz nicht schön ist. Da gibt es noch mehr zu kritisieren. Aber wir brauchen es. Wenn Sie Demokratie ernst nehmen, dann müssen Sie die Bevölkerung ernst nehmen und das tun Sie nur, wenn Sie ehrlich mit uns sind. Stehen Sie ein für einen transparenten Staat und dafür, dass jeder Mensch wissen darf, was die Regierung und Verwaltung in unser aller Namen tut und wofür Steuergeld ausgegeben wird. Sollte Ihnen die Bevölkerung egal sein, dann tun Sie es, um den politischen Mitbewerberinnen eins auszuwischen. Macht braucht Kontrolle, nur ein echtes Grundrecht auf Informationsfreiheit kann das leisten. Vielen Dank. Thank you.